Jungs und Mädels, da sind wir wieder. Question Mark gegen Titan Map Nummer 2. Gerade eben konnten die Dänen, also Question Mark, das erste Spiel noch gewinnen auf Overpass in der Overtime. War aber alles andere als safe. Also 21-19 sagt auch das Ergebnis. Das war super, super knapp. So knapp, wie es vielleicht hätte werden können. Schauen wir mal, wie es auf Train weitergeht. Es ist ja der Pick von Titan jetzt. Sie können sich auch ihre Seite aussuchen am Anfang und sie wollen auf der CD-Seite beginnen. Jetzt kann ich auch das Best-of-3-Overlay anpassen. Und zwar steht es da momentan 1, oh nicht 2, sondern 1-0 für die Dänen. Bei 2-0 wäre es natürlich schon vorbei. Also gut, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, gerade war es halt alles noch so ein bisschen durchwachsen, sagen wir es mal, um es vorsichtig auszudrücken. Gerade Smiths war super, super wichtig für sein Team. Hat da ganz, ganz viel Arbeit geleistet. Jetzt gibt es noch ein Ping-Problem. 80 Millisekunden. Okay. Na, weiß ich nicht, was da gerade noch Screamer momentan noch nicht am Server. Ich denke mal, er wird auch gleich da sein. Zumindest hieß es zu uns, dass die Pistole schon live ist. Also dementsprechend sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Na gut, also ich bin wirklich gespannt. Smiths war gerade super wichtig für sein Team. Er hat ganz, ganz viel Arbeit geleistet mit der AWP. Und gerade so eine AWP kann natürlich jetzt wichtig werden hier auf Train. Allerdings hatten wir auf der anderen Seite Kerrigan, beziehungsweise Cajun B. Cajun eher auf der T-Seite und Kerrigan eher auf der CD-Seite, die aber beide auch einen unglaublich guten Job damit gemacht haben. Und das kann jetzt gerade auf Train super wichtig werden, denn Train ist halt wirklich eine Map, wo du so viele große, weite Flächen hast, große, offene Flächen einfach. Du kannst hier mit der AWP komplett durchholzen, hier komplett durchholzen, auch wenn du aus dem Top-Dog rauskommst, Richtung ganzen Spot eigentlich. Kistengang ist auch wieder so eine Position, wenn du B oben rauskommst über den ganzen Spot über, beziehungsweise natürlich auch in die andere Richtung. Also ihr merkt schon, das ist eine relativ offene, Map. Bei dir halt die meiste Deckung dann immer wieder diese Züge halt dazwischen sind. Aber wie gesagt, gerade da kann die AWP halt auch relativ gut spielen, kann viel hin und her schieben. Gerade die Grundlinie auch immer wieder eine sehr beliebte Position bei den AWPs. Also, sie geht eigentlich eher so. Müssen wir mal abwarten. Aber es kann, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein, dass die AWPs da gut ins Spiel führen. Und es wird auch sehr, sehr wichtig sein. Aber Smiths scheint ja sehr, sehr viel trainiert zu haben. Also so wie er hier gespielt hat, habe ich ihn echt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr spielen sehen. Das ist jetzt Scream, das ist erstmal auf K. Mal kurz die YouTube-Aufnahme gestartet. Also gut. Runde Nummer 1, Question Mark gegen Titan auf DE-Train. Die Franzosen auf dem eigenen Map-Pick, aber die müssen sie auch gewinnen. Denn wenn der verloren geht, dann heißt es hier Finale für Question Mark und RIP Titan. RPK jetzt gerade ein bisschen unglücklich. Er wurde da mit dem letzten Schuss von Divi noch getroffen. Der wird aber mit der Flash durchgegast. Da kennen die nix. Oder auch nicht. Dann wirft sie und nutzt sie dann nicht wirklich aus. Kommt eine zweite Flash hinterher. Existenz. Man möchte auf jeden Fall aus diesem Kistengang raus. Aber Titan lässt sie da momentan noch nicht so ganz. Die kommen sehr, sehr weit durch. Aber bisher noch keinen einzigen gekillt. Cypex wollte da angeladen kommen. Keine Chance. Shox sie ebenfalls ein um die Oh! Shox mitten rein! RPK genauso. Und dann ist es nur noch Divi. Da sind sie sauber zerlegt worden. Nicht schlecht gedacht von Titan. Sie haben super viel Raum hergegeben. Aber dabei auch keine Spieler verloren. Und dann auf diese Close Ranges, diese schnellen Headshots zu setzen, das scheint ihnen genau zu liegen. Wir haben es ja gesehen, wie schön Shox sie da drüber rasiert ist. Also, wie gesagt, sie haben Questmark da eigentlich einfach rausrennen lassen. Sie haben die Dänen einfach auf den Spot kommen lassen, den ganzen Raum da komplett hergegeben. Also nicht nur was den Kistengang angeht, auch hier sind komplett aus der T-Mitte rausgekommen. Cypex konnte ja da auch schon in die Seite reinlaufen, aber dann setzt einfach die Gesichter des Todes. Der Verdammnis. Over 1000. Und dann sind die Questmark-Spieler plötzlich alle da. Und damit gibt es die erste CD-Runde für Titan. Gut, Question Mark hat immerhin geplantet, trotzdem haben sie sich dafür entschieden, direkt gegen zu kaufen. Also scheinen sich hier wohl relativ sicher zu sein, dass man den Force 5 holen kann. Kleiner Argo ist vorbereitet, also da werden gleich einige Flashes geworfen. Oh, der First Frag am B, der ist natürlich jetzt gut. Denn der könnte dazu führen, dass Titan sich ein bisschen Richtung B verführen lässt. Oh, vor allem Shox ist auch noch low geschossen worden. Und wenn die Runde mal nicht schief geht. Also sie ist natürlich noch längst nicht verloren, aber es ist schon mal ein sehr guter Start für Question Mark. Sie lassen sich auch noch ein bisschen Zeit. Haben jetzt eventuell sogar den A-Spot vorher nur anzufaken. Ne, da geht's schon raus. Also da haben sie einiges geworfen. Existenz will durch diese Smoke durch. Da hüpft einer gegen ihn, der hat ihn nicht bemerkt. Wieso bemerkt er ihn denn nicht? Existenz einen, Existenz den zweiten auch noch low geschossen, aber sie fahren trotzdem weiter Richtung Spot. In der Hoffnung erstmal die Bombe planten zu können. Und das funktioniert auch perfekt. Existenz allen erwischt. Existenz tut sein Bestes, um da irgendwie zu überleben, aber sein Mate stirbt. Scream lässt ihn alleine und dementsprechend wird die Runde wohl wirklich flöten gehen. Ja, das ist einfach ein sauber ausgespielter Argo. Da kann man nichts sagen.
Schön alles abgesmoked. Die Bombe kann sogar in der Smoke theoretisch geplantet werden. Man kommt da sauber durch. Und wenn Existence halt nicht gerade den richtigen Moment abpasst, und er war theoretisch schon zu spät einfach. Ja, wenn der zweite Gegner nicht so blind gewesen wäre, dann wäre er auch schon längst über alle Berge gewesen. Und dann hätte man quasi genau Position getauscht. Ja, dann wäre hier die Smoke gelegen. Existence pusht in die Richtung und die beiden Ts pushen in die andere Richtung. Und dann wäre ihnen das herzlich egal gewesen. So erwischt er halt einen, aber auf die Runde kann er im Endeffekt keinen Einfluss mehr nehmen. Und die Weiß böllert ihm da auch noch sauber die Birne weg. Und damit gibt es das 1:1. Schön ausgespielte Runde von Questionmark. Kann man nicht anders sagen. Direkt der Ausgleich, den die Dänen hier rausholen. Und für Titan heißt es entweder Force Buy oder Eco. Und sie entscheiden sich irgendwie halb für den Force Buy. Also das soll anscheinend einer sein. Gut, Smith wird eventuell sparen wegen AWP. Warum Existence da jetzt kein Kevlar kauft, das schließe ich mir noch nicht so ganz. Außer er soll dann selber auch eine AWP spielen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oh, bitter. Bitter. Existence schießt sein Gegner low. Smiths hat da irgendwie einen erwischt. Oh, Smiths den zweiten weg. Was ist denn mit Smiths heute los? Er begault ebenfalls einen um und für Shoxi ist es machbar. Das ist im Bereich des Möglichen. Er hat keine Fuse-Kit. Aber könnte damit ein bisschen Glück Cypex rauspicken. Der hat nur noch 8 HP. Der ist so gut wie tot. Oh, starker Headshot. Starker Headshot von Shoxi. Jetzt hat er natürlich die perfekte Situation. Beide sind low, beide sind so gut wie down. Da muss er sie jetzt eigentlich nur noch mitnehmen. Die Runde einfach nur noch eintüten. Die ist so hart machbar. Oh, hier ist er schon auf der Suche. Weiß natürlich nicht genau, was sie gegen ihn vorhaben. Questionmark macht es auch gut. Sie geben ihm momentan keine Informationen, können ihn dadurch vielleicht ein bisschen verunsichern und so einen Move bewegen, den er letztendlich die Runde kosten könnte. Schauen wir mal, wie jetzt mit der Smoke umgeht. Sie warten momentan eventuell noch drauf, ob wir einfach durchpushen. Wollten den A-Spot nur antäuschen. Es geht jetzt trotzdem Richtung B. Aber das weiß Shoxi natürlich, weil die Bombe noch nicht geplantet wurde. Und ja, jetzt steht er perfekt. Nummer 1, Nummer 2 ist stark von Shox. Die Runde geht also wieder an Titan. Damit direkt das 2:1 und ihren Force-Buy ebenfalls gewonnen. Dank Smiths und dann vor allem Shox, der das Ganze auch durchziehen kann. Jetzt gibt es hier eine kleine Pause. Scream Lagging. Okay, gibt noch ein kleines Problem. Tja, aber auch diese Anti-Eco mehr oder weniger von Questionmark geht wieder schief. Ich denke mal, dass sie dann trotzdem kaufen werden. Ich meine, sie haben Kerrigan mit 4-7, Divi mit 5-9, Dipshe mit 4-7. Also da können drei Spieler komplett kaufen mit Nates und allem drum und dran. Gaijin muss ja halt dann Tech-9 spielen, genauso wie Cypex. Das wäre überhaupt kein Problem. Also dementsprechend ist die Runde auf jeden Fall finanzierbar. Und sie werden es auch so spielen. Wenn man jetzt wirklich wollte, dann könnte man Divi noch zwei Galils kaufen lassen, damit der dann quasi eine weiter droppt. Das Ding ist halt sowieso bei ihm, er hat vorhin auf Twitter geschrieben, dass er das Problem mit dem Loss immer noch hat. Er hat halt, wie gesagt, diesen 80er Ping. Also Latenz ist natürlich immer ein bisschen niedriger. Oh, momentan scheint es eh zu gehen. Aber gut, er scheint 20-30% Loss zu haben. Das ist natürlich dann super schwer zu spielen auch. Also da kann man ihm wohl keinen Vorwurf machen. Tja, und natürlich mal abwarten, was da mit Scream los ist. Hoffentlich kommt er da bald wieder. Hoffentlich kommt er da bald wieder zurück. Und vor allem hoffentlich sind dann bald diese Lags wieder. Also sind, was heißt bald? Hoffentlich sind die Lags dann wieder oben. Das, wäre natürlich ungünstig. Nenn ihn bitte Sipnix. Dieser Spieler möchte Cypex genannt werden. Nicht Sipnix. Der Kami-2-Befehl geht wieder. So ist es. Der wurde wieder eingestellt. Also wir haben wieder unseren wunderschönen, nicht mehr nur den spanischen Kami, sondern auch den Kami-2. Und der ist super wichtig. Also wäre dieser Chat ohne Kami-2, ich weiß es nicht. Das wäre ungefähr so, als würde Kappa fehlen. Hab auch viel Loss. Wie geht es weg? Also Loss kommt immer so ein bisschen auf den Server an, auf dem du spielst normalerweise. Das ist halt, also es bedeutet einfach nur, dass gewisse Pakete, die du gesendet bekommst, dass die einfach verloren gehen.
Und bei Divi ist es, also bei Device ist es momentan so, dass er halt auf gewisse deutsche Server einfach Lost-Probleme hat. Es scheint irgendwie an seiner Leitung zu liegen, er weiß es selber nicht hundertprozentig. Das Spiel bisher ausgeglichen. Denke ich mal so. Also, es war auf Overpass von beiden Teams jetzt so. Es war mehr schlecht als recht und TSM hat dann im Endeffekt, oder Questionmark hat im Endeffekt ein bisschen mehr Glück, in Anführungszeichen. Also man kann es natürlich jetzt nicht Glück nennen, ja, sie haben halt dann trotzdem einfach ein Quäntchen besser gespielt. Auf Drain kann man bisher noch keine wirkliche Aussage treffen, wir sind ja erst 3 Runden gespielt und wir sehen, es ist ein kleines Hin und Her. Also da wird man noch ein bisschen länger abwarten müssen. Aber gut. Wow! Die DHL macht das auch immer so. 30 bis 40% verlieren die Pakete. Not bad. Well played. Kann bei Divi aber auch am Anbieter liegen, genau. Das ist, es ist halt schwierig. Also das ist. Schwierig zu sagen. Da kann es viele, viele Möglichkeiten geben. Ja, 2 Sekunden, dann ist Scream wieder da. Kappa. So, wieso heißt Divi. Wieso heißt der Divi jetzt? Weiß keiner so genau. Er hat irgendwie den Tweet veröffentlicht, in dem er geschrieben hat, er wird von seinen Mates und von seinen Freunden und so weiter sowieso so genannt. Deswegen hat er das jetzt einfach auch übernommen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht oder nicht. Die Caster werden ihn jetzt sowieso die längste Zeit wahrscheinlich erstmal noch Device nennen, aber mein Gott. Wenn er das möchte, dann sollen wir es auch so. Also dann machen wir es natürlich auch so. Ist halt jetzt eine kleine Ungewöhnungszeit, aber in 2, 3 Monaten ist es dann sowieso wieder jedem egal. Muxo, kannst du mir vielleicht was erklären oder die anderen, wenn ich über mein Handy Twitch gucke, stoppt das dauernd, wenn ich über das Handy von meinem Mann gucke, gar nicht. Entweder ist, ich weiß nicht, ob du ein bisschen älteres Handy hast als dein Mann dann oder. Oh nein, bitte nicht. Oder eventuell ist es einfach die Verbindung, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Eventuell ist dein dann einfach ein bisschen schlechter, also technisch gesehen schlechter. So, jetzt hat's zu allem Überfluss die Play auch noch einen Wack-Error, als ob es nicht schon genug wäre, dass Scream hier Lex hat. Toll. Hoffentlich leicht fix bei die Play. Penta hat die erste Map gewonnen gegen Planet Key Dynamics. Nice. Schon mal nicht schlecht. Oh, he needs to go on Smurf, okay. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass man Divi schneller aussprechen kann als Device. Ich denke auch, ja. Also, Divi klingt halt mehr nach Nickname, einfach so nach wirklichem Spitznamen jetzt. So. Ganz kurz nachgucken. Moment. So, also. Dann warten wir mal kurz, bis die Play wieder da ist. Ach, dieser Wack-Error, der ist auch schon so lange nicht gefixt. Das ist echt unglaublich. Den gibt's auch schon seit Ewigkeiten. Es gab halt echt mal so eine Zeit, wo dieser Wack-Error einfach die ganze Zeit passiert ist. In einem Spieler locker 4, 5 Mal und das war so nervig. Bis dann wirklich ein ganzes Team nur noch mit Dingens. Na, sagt's mir. Mit Smurfs am Start war. Ganz, ganz bitter. Warum Divi und nicht Devi? Ich weiß nicht genau, wie man es auf Dänisch jetzt genau aussprechen würde. Es kann sein, dass es eigentlich so heißt. Er hat es auf Twitter gepostet, dass wir es, also dass die Englischen es einfach so aussprechen können oder ja, sollten. Keine Ahnung, wie man es genau sagt. Das würde jetzt sowieso wieder jeder anders machen und das ist halt immer. Das ist das einzige Blöde. Device war halt so ein schön eindeutiger Name, ne? Den hat halt jeder gleich gesprochen und dann hat alles gepasst und jetzt ist halt wieder so, naja. Also Scream hat immer noch die Lags. Es ist halt schön, dieser Delay immer. Software fixen ist nicht so einfach. Ich weiß schon, aber ich denke mal, Valve ist schon ein Unternehmen, die Mittel dazu hätten, um da eine Lösung zu finden, wohl. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich so im Dunkeln tappen, wobei es ja scheinbar dann noch aussieht. Ist halt schade. Weil der Wack-Error ist halt echt sehr nervig. Ich glaube, man weiß ja auch im Prinzip, woran es liegt, mehr oder weniger. Bloß die Frage ist halt, wie man es umgehen kann, ohne halt gleichzeitig den Cheatern das ganze noch leichter zu machen, weil wie gesagt, Wack ist ja jetzt sowieso nicht der Cheatschutz schlechthin.
Es heißt D-Way. Also so quasi, die, meinst du jetzt D-Way oder D-Way? Also man ist trotzdem das D noch Englisch ausspricht. D-Way? Oder spricht man es dann schnell oder langsam? D-Way? Dein Freund aus Dänemark gesagt, okay. Ja, ich weiß es nicht. Die erste Map hat Question Mark gewonnen in 21 zu 19 und man muss echt sagen, Titan hatte es eigentlich in der Hand, aber es funktioniert einfach nicht. Devay. Okay. Ja, dann werde ich es mir einfach so angewöhnen. Ich meine, er hat auch irgendwas mit Y geschrieben auf Twitter. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber ein Däne wird's wohl wissen. Wann denkt ihr, wann die neue Operation rauskommt? Hoffentlich bald. So. Jetzt ist, was ist noch einer weg? Ja, Picata. Seriously? Seriously, no. Was ist denn da wieder falsch, echt? Na gut, RPK ist zumindest schon mal am Start. Devi, das klingt irgendwie komisch. Naja, wie auch immer. Ist wahrscheinlich immer so, wenn man so einen Namen das erste Mal hört. Mal schauen. Different Way hat das Spiel verlassen. Wer ist denn jetzt bitte Different Way? Hast du wahrscheinlich der Smell von Dupree. Bin richtig hyped auf Attex, seit langer Zeit mal wieder ein deutsches CSGO-Team, was wieder was anrichten könnte. Ja, ich denke auch. Also Attex hat sich echt gut angestellt gegen die Hellraisers. Also gut, man muss natürlich jetzt sagen, Kobble war halt schon stärker als die anderen Maps, aber mein Gott, das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn eine Map auf jeden Fall so gut klappt. Und ich meine, die Hellraisers sind jetzt auch nicht irgendein dahergelaufenes Team. Mal schauen. Ja, PK und Scream zocken bestimmt nebeneinander in Boxershirts. Genau das wird's sein. RPK. Ja, es ist halt die englische Aussprache. RPK ist die deutsche und RPK ist halt die englische. Ist ja einfach bloß die Frage. Ich meine, man sagt ihn ja nicht, es ist ja kein, er ist ja nicht RIPK, sondern du sagst halt die Buchstaben einzeln. Ob ich es jetzt auf Englisch oder Deutsch mache, ist halt Gewöhnungssache. Aber das ist immer das, was ich meine. Jeder interpretiert die Namen anders und keiner weiß halt eigentlich, wie man es wirklich aussprechen sollte, außer der Typ, der es selber gemacht hat. Und es ist eigentlich auch völlig egal. Jeder weiß, wer gemeint ist. Hoffe ich doch zumindest. Was bedeutet bald? Also, ich weiß auch nicht, wann die kommt. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit Valve hier im Kontakt und weiß genau, was da los ist, aber. Ich hoffe halt mal, also, zumindest müsste sie bald kommen, wenn man jetzt nach den anderen Operations geht, denn die waren ungefähr alle immer so im 1-2-Monats-Abstand. Oder? Ja, ich meine schon. Und die lässt halt jetzt schon echt lange auf sich warten. Also, entweder haben sie irgendwas Krasses vor jetzt, oder. Einfach keinen Bock. Ja, Wurstpelle, das ist ja genau das Interessante bei Attex momentan, weil das Line-Up, so wie die jetzt spielen, die sind, also für deutsche Verhältnisse, muss man es wirklich sagen, sind die eigentlich schon ziemlich lange zusammen auch. Also ich meine, sie haben jetzt als Killerfish schon relativ lange gespielt, jetzt eben zu Attex gegangen, also. Und so wie sie halt spielen, du siehst halt einfach, sie beschäftigen sich relativ viel mit dem Spiel. Und ich glaube echt, also wenn die so weitermachen, dann könnten die schon mit eins der, oder ich meine, sie sind schon mit eins der besten deutschen Teams. Das waren sie auch schon bei Killerfish. Aber ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, definitiv. Was ist da los? Wo ist Kerrigan? Kerrigan ist am Server.
Die planen doch Handschuhskins. Ich glaube nicht, dass es ursprünglich geplant war, aber jetzt, wo sie es auf Reddit gesehen haben, wo sie gemerkt haben, dass die Leute da wohl Interesse dran haben, weil die meisten haben diese Concept Arts ja auch gefeiert, glaube ich schon. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Handschuhskins tatsächlich kommen jetzt. Oh, Muxa, wo kann man dich treffen? Ich will dich mal küssen. Was denkst du, ist der Endscore der zweiten Map von Penta? Ich setze auf 16-13 für Penta. Moment. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Es kann schon sein, ja. Moment, was wird gespielt? Mirage wird das zweite Map gespielt. Ja. Also Mirage liegt Penta eigentlich immer relativ gut, muss man ehrlich sagen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, also ich weiß nicht, wie knapp das war. Ich weiß nicht, wie gut Penta gespielt hat. Ich nix wissen. Ali, nix schuld. So. Wieso heute alleine? Weil? Because reasons, ein Logic. Nee, wir wechseln uns natürlich auch immer ein bisschen ab, damit Timo auch Pause hat, damit ich auch Pause habe. Deswegen bin ich heute nur alleine am Start. Aber soweit ich weiß, geht's morgen oder übermorgen oder irgendwann geht's auf jeden Fall wieder zu zweit am Start. Moment, ich schau kurz nach. Damit ich euch die Information aus erster Hand liefern kann. 12. Ne, morgen ist nochmal getrennt. Genau, das ist Ligaspieltag, großer Ligaspieltag, aber am 13. auch nicht. Am 16. spätestens. Ja, also da wird dann die Starter wieder zusammengecastet. Mit Timo. Und am 17. ebenfalls. Also Samstag bzw. Sonntag. So, jetzt schauen wir ganz kurz, ob es da bald weitergeht. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, ja, rejoin again, ich weiß auch nicht. Na gut, das werden wir wohl gleich haben dann. Wie weit denkst du, wird Maus auf der DreamHack in Leipzig kommen? Das kann ich dir absolut nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, wie gut es jetzt dann ohne Gobe bzw. wie gut es mit Carpio laufen wird. Also ich persönlich denke schon, dass da einiges möglich sein wird für sie, aber man muss es jetzt wirklich abwarten, wie es einfach funktioniert. Das denke ich mal wird so eine kleine Wundertüte werden. Ich hoffe natürlich aufs Beste, ne? Also, ab geht's in die Runde Nummer 4 momentan. Gerade eben hatte Titan sich ja wieder ihren Forceball gesichert. Genau dort. Keiner überlebt. Was? Wie ist denn das passiert? Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Auf jeden Fall wurde die Runde gewonnen, was auch immer da los war. Ich frage mich gerade. Ist der Nate nochmal gestorben oder irgendwie? Keine Ahnung. Na gut, es geht auf jeden Fall, wie gesagt, in diese vierte Runde rein. Und da wurde gerade der First Frag schon gesetzt. Also Scream hat sein Duell verloren. Smiths konnte zumindest mit der AWP einmal gegen Devay gegenhalten. Das ist jetzt die Frage, heißt es Devi oder mit Devay hinten quasi noch dran? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, Bombe explodiert kann nicht sein, sonst hätten wir die TS die Runde gewonnen. So, Shox jetzt hier auf dem B-Spot. Schön dagegen gehalten. Zumindest versucht. Funktioniert das nicht wirklich. Smiths dann wieder mit der AWP. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt abgeht. Also Smiths hat so einen guten Job auf Overpass gemacht. Der scheint zumindest auch dieses Mal wieder relativ gut reinzufinden. Zwei Frags hat er schon wieder gemacht. Seine Mates sind ebenfalls mit ihm jetzt auf dem Weg da Richtung Spots. Sie vermuten noch einen Spieler in der Smoke. Das ist momentan gar nicht der Fall. Da kommt eher der Backstab. Mit dem sollten sie es langsam aber sicher mal rechnen. Ja, aber das haben sie nicht so wirklich. Zumindest hat Existence die Ansage jetzt, dass Cajun wieder hinten irgendwo unterwegs ist. Die Frage ist, wie er es jetzt spielen will. Er muss 10 Sekunden defusen, das heißt, er muss Cajun wie in den nächsten paar Sekunden erwischen. Und das würde er nicht. Cajun hat ihn gesehen. Cajun wird ihn auch abzielen. Dementsprechend wird diese Runde also an Question Mark gehen. Also es bleibt weiterhin bei diesem Hin und Her. Nichts scheint da so wirklich zu funktionieren.
Ja, und damit ist die Frage, was Titan jetzt macht. Sagen sie sich, okay, wir kaufen wieder gegen, einfach weil es funktioniert, oder lassen sie es letztendlich jetzt mal sein? Und sie scheinen es letztendlich sein zu lassen. Ist, denke ich mal, jetzt auch irgendwann mal die bessere Idee. Dann gibt man lieber einfach eine Runde ab an Question Mark und sagt sich dann, okay, sobald die Waffen runter sind, machen wir sie sowieso wieder kaputt. Also, immer mit der Ruhe, es gibt ja noch genug Möglichkeiten. Existence hat hier sowieso schon wieder das erste Brett gesetzt. Der hält die Diegel irgendwie echt komisch mit den neuen, Models. Fällt mir gerade auf, das habe ich bisher noch gar nicht so genau gesehen, aber okay. An sich sind die Texturen auf jeden Fall schön. So, jetzt ist natürlich Question Mark hier ein Spieler in der Unterzahl, haben immer noch den absoluten Waffen-Equipment, alles Vorteil eigentlich. Wie gesagt, bloß ein Spieler weniger sind sie halt jetzt. Und Question Mark spielt sich da trotz allem relativ langsam, weil es gefährlich werden kann, dass Kerrigan und der Pop-Doc-Spieler da so alleine unterwegs sind. Jetzt versuchen sie trotzdem gleichzeitig noch aus dem Kistengang rauszukommen, aber Titan steht da wieder so defensiv. Die nehmen ihn einfach komplett. Und das war Davy. Das war Davy, der hier diesen Kill setzt an seinem Mate noch. Damit hat er wieder das 3 gegen 3 möglich gemacht, mehr oder weniger für Titan. Shoxy erwischt da Onspot noch einen Smith. Mach doch schnell. Oh, jetzt hat er sich sowieso verraten. Toll. Eieiei. Der wär's. Oh mein Gott. Ja, aber. Da muss man jetzt auch lassen, du kannst nicht wirklich hinterher emmen. Du kannst nur hoffen, dass du ihn im Springen triffst. Er wollte, das Problem war, er hat sich zu sehr auf diesen Headshot fokussiert. Er wollte unbedingt den Headshot haben. Und dann ist der Gegner schon so rumgesprungen. Und bis er dann umgeschalten hat auf, ich muss ja eigentlich einfach nur auf den Body sprayen, war es dann schon viel zu spät. Ja, und dementsprechend gibt es die dritte Runde hier aufs Konto von Question Mark. Aber gut, sie war sehr, sehr teuer für die Dänen. Was die Spieler von Question Mark hier gegen diese erneute Hilfe nochmal anrichten könnte oder ob Titan da jetzt wieder so erfolgreich ist. Ja, der PK hat einen auf jeden Fall schon mal erwischt. Ja, aber jetzt werden sie gut zusammengeschossen. Scream und Shox, die beiden letzten verbleiben. Shox benutzt von der Seite. Keine Chance. Scream versucht zum Einsatzzug. Ist da momentan noch unbekannt. Das könnte nochmal interessant werden. Ah, wenn er den nicht beschießen würde, dann kann er sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber er hatte vielleicht Angst, dass der Gegner ihn da schon gesehen hatte. Also, auf jeden Fall gibt es hier die Runde Nummer 4 für Question Mark. So, und jetzt sind diese Ekos letztendlich mal geschafft. Jetzt gibt es die erste richtige Waffenrunde in diesem Spiel, in der beide Teams full equipped sind. Gut, full equipped ist jetzt vielleicht bei Titan noch ein bisschen weit. Ja, wohl, das geht eigentlich. Sie haben lieber auf die Diffuse-Kits verzichtet. Ist jetzt, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Wenn es wirklich zum Retake kommt, dann ist es häufig eh schon zu spät. Also, am B-Spot geht's eigentlich, aber da bist du dann noch mit mehreren Leuten, da kannst du ja auch mal ein bisschen mehr Druck fahren, wenn es sein muss. Aber auf dem A-Spot wird's dann meistens schwierig. Schauen wir mal, Existence konnte da zumindest einen rausnehmen. Also, Question Mark macht schon gut Druck. Die fahren da wirklich, versuchen zumindest sehr, sehr schnell rauszufahren, die Räume super schnell einzunehmen. Und da wurde Epic auch nochmal rausgenommen. Aber jetzt ist eben wieder Smith zur Stelle. Der steht da oben in seiner Aussichtsplattform und nimmt da einen Spieler zumindest schon mal raus. Der zweite wird die... Oh, Cage, denn der war sowas von stark und sowas von wichtig, vor allem auch Cypex zur Runde Nummer 5 für Question Mark. Ah, die war natürlich jetzt nicht schlecht, denn dadurch können sich die Dänen hier relativ früh schon mal eine gute Rundenanzahl zurechtlegen. Also jetzt haben sie schon 5 und Titan wird nochmal in die Eco müssen. Das bedeutet, sollte also eine Runde Nummer 6 bedeuten. Ja, und da macht Davy auch sofort Stress. Zwei Leute rausgenommen, den dritten. Oh, ebenfalls starkes Aiming. Man muss ihm ja nochmal zugute. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Man muss ihm nochmal Props geben, sagen wir mal so, weil er halt mit dem hohen Loss spielt, aber trotzdem einfach diese drei Headshots rausbördert. Auch wenn es jetzt nur gegen die Eco war, auch da musst du die Köpfe erstmal treffen. Tja, und so geht's die Runde Nummer 6 für Question Mark. Also die haben sie ohne Probleme runtergespielt, ganz locker, einfach auf Spot gefahren, sogar flawless. Gibt natürlich schön Geld, wir sehen's, die kratzen alle schon so. Auf jeden Fall sind sie über den 5000, der erste kratzt schon an den 10.000. Cypex ist es, der da fast schon die 10.000
auf seinem Konto hat. Ja, du sagst es, Justic, es könnte tatsächlich sein, dass diese Pause den Franzosen nicht ganz so gut getan hat, denn es ist nervt einfach, wenn du halt so lange warten musst, wenn du die ganze Zeit zocken möchtest. Du wirst auch vom Aiming her, kommst du wieder ein bisschen raus, ne? Wenn du eigentlich so schön im Spielfluss drin warst, dann kommt plötzlich so eine, ja, es war locker 20-Minuten-Pause. Das kann durchaus schon dazu beitragen, dass die Spieler jetzt vielleicht einfach ein bisschen schlechter treffen. Aber gut, auf der anderen Seite, Questionmark hatte die Pause ja genauso. Also es wäre jetzt nicht so, als ob nur Titan dadurch quasi beeinflusst werden könnte. Sondern da werden ja dadurch dann schon quasi beide Teams ja, beeinträchtigt, mehr oder weniger, wenn man es so nennen kann. Ja. So, Questionmark hat sich da erstmal wieder für das Full-AK-Setup entschieden. Es wird noch keine AWP bei ihnen ausgepackt. Smiths hat sich wieder einen in die Hand genommen. Schauen wir mal, wie sie sich da ranspielen. Zwei Leute Richtung Pop-Talk, zwei Richtung Kistengang. Also wieder dieser leichte Splitter auf dem A-Spot. Sag ich mal, eigentlich auch fast der beste Weg, den A-Spot anzuspielen, wenn man nicht einen direkten Go plant. Oh, LPK von D-Flash gut dodgen, gewinnt dementsprechend auch sein erstes Duell hier gegen Cajun. Oh, aber Davy mit einem wunderschönen Headshot, der scheint jetzt wieder deutlich besser zu spielen, zu können als vorher. Existence findet ihn durch die Smoke mit. Aber er scheint jetzt wieder mit seinem 32er Ping dabei zu sein. Irgendwie läuft's da wohl. Jawohl, Cypex, seinen Gegner da im Spray-Duell rausgenommen. Auch wenn Existence nicht wirklich gegengesprayt hat, er hat seinen auf jeden Fall unter Kontrolle gehabt. Man hat also wieder das 3 gegen 3, die Bombe wurde da schon längst geplantet und das bedeutet natürlich für Titan hier irgendwie zu versuchen, den Retake nochmal ins Rollen zu bringen. Es sind zwei Kills vorhanden, also ein bisschen Zeit haben sie schon noch. Langsam aber sicher müssen sie trotzdem mal gucken. Questionmark spielt es auch schön, die zeigen sich überhaupt. Es gibt momentan einfach keine Chance für den Entry-Frag in den Retake. Jetzt gab es eine und die konnte Shox auch relativ flott ausnutzen. Das Problem ist nur, man hat sich viel zu lange Zeit gelassen, gerade dadurch, weil man eben niemand gefunden hat. Das hat Questionmark echt schön gemacht. Hat Titan da viel zu lange gebraucht und dementsprechend auch den Retake nicht wirklich starten können. Also, der war eigentlich schon vorbei, bevor sie wirklich angefangen haben. Siebte Runde für die Dänen. Und die machen es hier wirklich gut. Die holen eine Runde nach der anderen raus. Kommen immer wieder gut. Gerade durch diese Artigung durch. Ich glaube, sie haben sie bisher überhaupt angespielt? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann gab es da bisher noch keine Runde, die jetzt wirklich komplett auf B durchgezogen wurde. Doch, doch, einmal was Smiths am Retake, stimmt. Na gut, aber bisher hauptsächlich A, also überwiegend den A-Spot angespielt. Wow, Sergeant Cruz. Pass auf. Der Zug für Titan ist abgefahren. Versteht er? Wegen Train. Der Zug. Das kann natürlich jetzt sehr bitter werden für Titan, denn Questionmark scheint da unaufhörlich weiter Richtung A spielen zu wollen. Ist natürlich logisch, ja, wenn der A-Spot funktioniert, wieso sollten sie dann plötzlich damit aufhören? Gut, man könnte jetzt natürlich dazu übergehen, den A-Spot anzufaken und dann trotzdem in Richtung B zu gehen, aber wieso? Solange es funktioniert. Wenn man jetzt natürlich langsam merkt, okay, die Runden werden knapper, Titan kann jetzt trotzdem besser gegenhalten, dann könnte man langsam anfangen mit Faken und auf die andere Seite zu gehen. Jawohl, die Prey Nummer 1 mitgenommen, hat aber nochmal einen guten Headshot kassiert, also Existence hat er schon seinen Damage gemacht. Oh, Cypex, das sind jetzt aber auch starke Shots da unterwegs. Smith zumindest mit einem gegenhalten können. Scream rechtzeitig nochmal umorientiert. Jawohl, da sitzt natürlich der Headshot bei ihm. Scream nochmal hochgezogen. Es war aber trotzdem. Was? Es war er, jawohl. Shox hat nebenbei auch noch einen rausgenommen. Der wie jetzt einen erwischt. Aber dann ist Smith mit der AWP zur Stelle. Also dieses Mal konnten sie die Gegner da aufhalten. Vor allem Scream hat dann einen super guten Job nochmal gegen den Kistengang gemacht. Smith mit seiner AWP ist sowieso wieder gut on point. Die Frage, was Questionmark sich da überlegt hat. Schauen wir mal, ob sie jetzt immer noch in einem Zug auf den A-Spot drauf fahren. Die werden immer besser. Schauen wir mal, wie viel ich da noch finde. Boah, gut von Shox. Also Titan kann durchaus schon auch dagegen schießen, aber ich weiß nicht, vielleicht war es auch echt so ein bisschen die Pause, die sie rausgebracht hat. Was natürlich jetzt bitter wäre, denn das hat ihnen schon einiges an Runden gekostet. Aber es wird wohl auch wieder ziemlich auf Smiths ankommen. Wir haben es ja gerade eben schon wieder gesehen. So, die
Jeffrey wieder am Hotdog sich aufgestellt. Epic auch noch mit der Gegenflash am Kissengang. Scheint es momentan aber nicht ausnutzen zu wollen. Und Question Mark spielt sich da gerade sehr, sehr langsam an. Also die warten jetzt wirklich und hoffen, dass Titan sich da irgendwo zeigt. So, und jetzt geht... Oh, diese Flash, dieser Goldfaden, dieser Diamant. Und Kerrigan kann die perfekt ausnutzen, zwei Leute rausnehmen. Ja, da hat sich KGB gefragt, was da genau los war. Kerrigan hat ihm wahrscheinlich die Ansage gerade noch gebracht, da waren zwei. Shoxy ist schon auf dem Weg. Swifts ebenfalls. Man versucht natürlich den V-Tech hier durchaus mal zu starten, aber der wäre für mich das richtige Timing. Ja, macht mal genau so. Zwei Headshots setzen, Runde vorbei. 8 zu 3. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wow. Cool, Admiral. Du hast vom Meister gelernt. So, jetzt gucken wir ganz kurz aufs Geld natürlich, ob unser Titan nochmal genügend Geld hat und es sieht nicht danach aus, also werden die Franzosen erstmal eine Eco schieben müssen. Bei Question Mark hat sich schon so ein bisschen was angesammelt. War natürlich jetzt der perfekte Rundenverlauf für die Dead End, denn da wurde das Geld wieder zurückgesetzt von Titan, sodass sie jetzt komplett broke sind, eventuell sogar zwei Ecos spielen müssen. Scream hat da aber trotzdem schon mal den Entry Break setzen können, auch wenn es nur mit der 5-7 war. Cage den ersten gegengehalten und jetzt wird da richtig schön auf Gas gespielt, richtig schön Druck gemacht. Jawohl, Kerrigan. Hat ein bisschen gedauert, man hat aber trotzdem nur das 2 gegen 2, also die Runde gar nicht mal so erfolgreich eigentlich. Swift versucht da ein bisschen Movement was zu machen, Shox kommt da nochmal von der Seite aus dem Pop-Dog. Und jetzt hat er tatsächlich sogar das 1 gegen 1 hier bekommen. Also Question Mark irgendwie gegen die Ecos nicht ganz so solide, was eigentlich seltsam ist. Apex, jetzt müsste gleich die Smoke. Ne, hat er gar nicht geworfen, okay. Aber die Steps hat er auf jeden Fall gehört. Jawohl, und Apex nimmt seinen Gegner einfach ganz locker raus. 9 zu 3. Also, es sieht wirklich ganz, ganz gut aus für Question Mark momentan. Sie haben das Spiel absolut in der Hand. Sie haben jetzt schon 9 Runden auf der T-Seite auf Trainer ausgespielt. Und wie gesagt. Also wenn die Leistung von Titan ähnlich sein wird wie auf Overpass auf der T-Seite, dann wird es wohl nicht reichen, um die Dead End hier nochmal aufzuholen. Cypex konnte der Existence nochmal refragen, auch wenn der den First Frag hier schon gesetzt hatte im Pop-Dog. Boah, Scream, jawohl, jetzt sein Gegner das aber rausgedrängt. Jetzt macht mir gleichzeitig nochmal Druck auf dem Ausbau, hat aber schon zwei Spieler verloren. Kerrigan, der da einen hat setzen können, also 2 gegen 1 quasi getauscht. Was natürlich in dem Moment gut für Titan war. Boah, diese Headshots, die Question Mark da immer irgendwo rauszaubert. Die machen es Titan aber auch gerade echt ganz schön schwer. Und da hat es, glaube ich, Davy zerlegt. Uiuiui, das sieht nicht gut aus. Datenvolumen voll. Das war's damit, LTE-Netz. Die Play versucht die Runde trotzdem noch so gut wie es geht auszuspielen. Nummer 1 hat er schon erwischt. Auf seinen Mate wird er sich auf jeden Fall nicht mehr verlassen können. Ich fürchte, da hat es Davy zerlegt. Ah, ja, PK. Nimm den mit. Ah, die Play, das wäre so gewesen. Der stand da so wehrlos und so offen. Ey, ey, die Gigi wieder da. Oh, wie bitter für ihn. Er kann einfach nichts machen, aber jetzt weiß zumindest die Play, wo der Gegner ist. Hier ganz kurz mit dem Disconnect, wird hier kurz das Internet neu starten, wie auch immer. Gut, aber zumindest ist die Play des 1 gegen 1, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Der RPK hat sich da, oder versucht sich erstmal in der Grundlinie zu positionieren, um da langsam aber sicher die Positionen auszuschließen. Jetzt möchte er natürlich erstmal wissen, ob der Gegner neben den Zügen ist. Nein, ist er nicht. Also kann ich da versuchen, weiter vorzupushen. Jetzt muss er langsam mal sicher Gas geben, er hat keine Fuse, geht und er macht diesen Kill, jawohl, sehr wichtig, sehr schön. Dementsprechend gibt's die Runde Nummer 4 für Titan, also bisschen bitter jetzt für Question Mark, dass es an sowas dann halt im Endeffekt scheitert. Aber gut, da kann man jetzt wohl momentan nichts machen. Titan mit der Runde Nummer 4. So, Pause wird natürlich gecallt. Davy scheint aber relativ flott wieder zurück zu sein. Wir haben gerade schon in der gleichen Minute, in der die Pause uns angesagt wurde, auch das live schon wieder bekommen quasi. In unserem internen Channel.
Es wäre natürlich fair, wenn die Runde jetzt nochmal neu ausgespielt werden würde, aber auf der anderen Seite, gut, es war halt im 2 gegen 1 und das ist halt schwer, die da wieder zu rekonstruieren. Also, wenn es jetzt quasi noch gewesen wäre, als noch alle Spieler am Leben waren und kaum was passiert ist, okay, aber so, glaube ich, wird sie wohl nicht neu ausgespielt. Denn dafür war sie einfach schon zu weit fortgeschritten. So. Also gut. Debbie mittlerweile wieder da und dementsprechend soll es dann ziemlich bald weitergehen. Also wir haben momentan das 9 zu 4. Wie gesagt, für Questionmark, egal ob es jetzt ein 9-6 wird oder eventuell noch ein 10-5 oder 11-4, ist schon mal ein sehr, sehr guter Start auf der T-Seite. Damit können sie auf jeden Fall arbeiten. Und damit sollten sie Train eigentlich ziemlich gut unter ihrer Kontrolle haben. Schauen wir mal, wie gesagt, ob sie da jetzt noch Runden drauflegen können oder ob es jetzt hier letztendlich Endstation ist. Ha. Der PK sollte sehr vorsichtig sein. Da schlägt nochmal einer neben ihm ein. Ah, der PK spielt auf jeden Fall mit dem Feuer. Also gerade dieses Rübercrossen ist immer super gefährlich. Wenn du Rakete mit gutem Tracking-Aim hast, dann nimmt er dich auf jeden Fall raus auf diese Distanz quasi. Aber gut, Questionmark unverändert eigentlich. Sie spielen jetzt schon die ganze Zeit dasselbe an. Ein Spieler wird da in der T-Mitte abgestellt, zwei Spieler am Anfang der Runde Richtung B, orientieren sich dann zum Pop-Dog, die anderen beiden am Kistengang, versuchen dadurch zu kommen. Sauberer Schuss von RPK, der wie aber immer mit dem Refrag. Das ist so auf dem Such, steht komplett offen, kann dementsprechend auch locker gerefragt werden. Also man kommt hier immer wieder schön in den 1 gegen 1 Situationen durch, hat also insgesamt das 3 gegen 3 jetzt rausgespielt. Screen bekommt einen, Swiss bekommt ebenfalls einen, ja, und dann wird Garrigan zusammengefahren. Dafür stand er zu weit auf dem Spot, hätte vielleicht gucken können, dass er noch schnell in die Smoke reinkommt. Aber da war Smith einfach zu schnell schon rausgezogen aus dem Pop-Dog, konnte ihn dementsprechend also auch locker upsprayen. Jawohl, die Runde war sauber ausgespielt, wie gesagt, immer wieder schön getradet und im Endeffekt dann gerade mit dem Frag von Scream und Smiths die Oberhand behalten und die 5. Runde fürs eigene Team rausgeholt. Das wird also für Titan die Chance geben, tatsächlich nochmal das 9-6 zu machen zur Halbzeit. Aber wie gesagt, selbst das ist auch nicht das optimale Ergebnis. So, ein Questionmark kauft natürlich, was geht. Ja, es ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Alles andere würde da jetzt keinen Sinn machen. Und sie versuchen es schnell nochmal Richtung A. Existence konnte aber den ersten schon mal aufhalten. Existence Nummer 2. Scream auch noch einen mitgenommen. Das sieht doch gut aus. Davy einen. Davy beziehungsweise Cypex 2. Oh, jetzt geben sie aber Gas. Holy shit, die Bombe sofort Richtung Z-Gang durchgefahren. Das könnte interessant werden tatsächlich, weil Cypex scheint da irgendwie nicht bekannt zu sein. Eieieiei. Also gut, Questionmark konnte nochmal die Bombe planen. Die Runde könnte echt nochmal gefährlich werden jetzt. Ah, oh, und Shock Service da noch einen. Da fehlt doch die Weiß noch irgendwo. Oh, das ist so stark. Das ist so stark, wie es jetzt. Oh, es wäre so stark gewesen, wenn Cypex da mal nicht daneben geschossen hätte. Denn jetzt hat er ein riesengroßes Problem. Schießt Smith Slow, bitter, aber hätte mal lieber Shocks getroffen, dann wäre wohl alles im grünen Bereich gewesen. Tja, so geht's das 9-6 zur Halbzeit. Also Titan konnte da letztendlich mit diesen 3 Runden in Folge nochmal aufdrehen. Aber gut, wir sehen schon, die hätten auch deutlicher sein können. Dreimal Diffuse, einmal mit einem Spiel überlebt, einmal mit 2 und einmal, ja gut, mit 3 Leuten im Endeffekt. Das war jetzt wahrscheinlich die solideste Runde von diesen ganzen Diffuses da am Schluss. Tja, so gibt's also dieses 9-6 zur Halbzeit. Jetzt gibt's wieder dieses Problem mit den Hypings. Was ist denn da los heute? Smiths Timeout. Ja, also wieder 3 Spieler, die es da erwischt hat. Wieder 3 Spieler, die einen viel, viel, viel zu hohen Ping haben. Also mal schauen,
Wie es da jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit weitergeht, ob es Titan da schon komplett aus der Bahn geworfen hat. Ha. Oder ob ja, die Franzosen da jetzt tatsächlich nochmal den Weg zurückfinden. Aber es wird auf jeden Fall ein ordentliches Stück Arbeit, vor allem weil sie halt jetzt dann auf der T-Hälfte sind. Ich denke trotz allem, dass es wirklich noch ihre bessere Seite sein wird, aber. Also gegen Questionmark auf Train. Wie gesagt, es ist halt das Ding. Also es ist jetzt echt keine schlechte Map von Questionmark einfach. Also Train ist definitiv wohl eine ihrer besseren. Wir können nochmal ganz kurz, oder ich kann nochmal ganz kurz im Hintergrund die Statistiken raussuchen, die sie bei TSM hatten. Wie gesagt, hier bei Questionmark haben sie bisher alle 4 Matches auf Train gewonnen, die sie gespielt haben. Und bei TSM damals, Moment, Team Solo mit. Hatten auf Train eine 72%ige Winrate mit 18 Siegen und 7 Niederlagen. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das werden soll. Also, bei Smiths ist der Ping immer noch nicht komplett wieder unten. Ja, es ist echt ein bisschen komisch mit dem Server. Irgendwas scheint da voll schief zu laufen. So. Also, wenn er 30 hat, let's go. See ya 2017. Da wenigstens leben sie später noch mit Humor. Na gut. Genau, Envy ist safe im Finale momentan. Also, das steht schon fest. Es geht halt jetzt nur noch darum, den Gewinner aus dieser Partie noch zu ermitteln. Ja, das wird entweder. Ja, gut. Das wäre jetzt schlau geworden. Ich wollte gerade sagen, das wird entweder Questionmark oder Titan sein. Ja. Ich glaube, soweit hättet ihr es jetzt selber auch noch herausgefunden. So. Ab geht's in die Hälfte Nummer 2. Wie gesagt, Titan gegen Questionmark. Momentan führen die Dänen aus ihrer T-Hälfte raus mit 9 zu 6. Haben sich da also schon mal ganz gut vorgelegt, würde ich mal sagen. Die gewonnene Pistol würde natürlich bedeuten, dass sie sich noch weiter absetzen können. Wäre noch längst kein sicherer Map-Sieg, aber auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Omen, würde ich mal sagen. Sidewalk. So, hat da auf jeden Fall einiges gesehen. Kommt noch rechtzeitig weg. Kommt er? Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, direkt nachzupushen von Titan. Er muss mit seiner CZ sowieso aufpassen. Also auf B an der Position eine CZ in der First Round zu spielen, stempel ich jetzt mal unter mutig ab. Er hat gerade noch 11 Schuss. Und jetzt geht es hier trotzdem auf den B-Spot drauf. Nummer 1 sitzt bei Sypex. Alle sind irgendwie blind. Sypex Nummer 2 sogar noch. Jetzt ist die. Das meine ich halt ihm. Jetzt war die CZ leer. Smiths hilft ihm auch noch ein bisschen nach und nimmt Scream da auch noch mit. Jetzt sind es nur noch Existence und nur noch Existence. Und das sieht gut aus. Das wird die Runde für Questionmark sein. Also da hat Sypex wirklich das Beste aus seinen 11 Schuss noch geholt, würde ich mal sagen. Hätte er da mal eine 5-7 gehabt. Ja, 5-7 wäre in dem Moment Ace. Das wäre das Ace des Todes geworden. Aber gut, zwei Kills, da glaube ich, würde er sich nicht beschweren. Jetzt geht es auf jeden Fall bei Titan wohl in den Forceball. Genau, denn sie haben die Bombe nicht gelegt in der ersten Runde. Und sie müssen so oder so zwei Ekos spielen. Dementsprechend kann man hier schon mal gegenkaufen. Gerade auf der T-Seite finde ich es fast. Also auf der CD-Seite würde ich es mir echt gut überlegen meistens. Aber auf der T-Seite kann man es eigentlich so gut wie immer spielen, weil die T-Seite einfach günstiger ist. Ja? Du brauchst ja da für den Full-Equip-Kauf gerade mal 4700. Und auf der CD-Seite sind es 800 mehr. Da brauchst du 5500 für eine M4 mit einem vollen Granatenset. Kommt natürlich darauf an, ob Molotow oder HE-Granate. Anders brauchst du nochmal 300 mehr. Oh, jetzt werden aber erstmal zwei Spieler zerlegt. Also auch diese Anti-Force-By-Runde in Anführungszeichen sieht nicht so gut aus für Team Questionmark. Zumindest Devi hat das mal einen erwischt. Boah, Scream, dieser schöne Headshot. Im Sprung den Gegner rausgefischt. Es ist hier aber ein 2 gegen 2. Devi hat auch schon ordentlich leiden müssen. Also die Runde könnte durchaus noch nach hinten losgehen. Man, Shox aimt da schön ab, jawohl, den zweiten mit der Scout auch noch getaggt. Und jetzt wird's super schwer. Existence wird aber nur abwarten, wird ansagen, okay, da ist schon einer vorbei.
Und sie werden wohl nicht mit ihm rechnen, denn Devi hat den ersten jetzt erwischt. Ja, und dann kommt Existence. Der muss ihm mal auf den Kopf zielen. Da reicht ein einzelner Hit, denn beide sind mit der Scout bereits angeschossen worden. Ah, Existence. Puh, kleines Lenkrad, aber im Endeffekt die Runde trotzdem für sein Team entschieden. 10 zu 7. Also, Titan kann sich da diesen Force-Bear nochmal sichern. Und der war, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, um sich da selber einfach rundenmäßig ja jetzt noch im Spiel zu halten quasi. Denn so können sie wahrscheinlich jetzt ziemlich weit ausschließen. Also Question Mark wird zwar Eco spielen müssen und dementsprechend hätten sie dann schon das 9 zu 10. Und die erste Waffenrunde wird dann darüber entscheiden, ob man jetzt ausgleichen kann oder ob da... Oder ob da letztendlich das 11 zu 9 dann dabei rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Jawohl, Existence Nummer 1, schön rübergezogen. Hat dann Burst abgegeben, aber der erste Schuss wäre sowieso drauf gewesen. Also da hätte er theoretisch auch One-Tappen können. Hätte uns den Scream machen können, hat er aber nicht. Wollte einfach nur sicher sein, dass der Gegner auf jeden Fall weg ist. Existence sind den nächsten mit und dann ist es noch gedreht. Da war schon einer hinter ihm. Shocks hätte ihn sogar knifen können. Aber in dem Moment nimmt er ihn lieber einfach safe mit der MAC-10 mit. 10 zu 8 und wie gesagt, für Question Mark wird es nochmal in die Eco gehen. Da führt bei den Daren jetzt kein Weg dran vorbei. So, also, mal schauen, wie sie sich da jetzt anst... Oh, die Bombe komplett alleine, RPK, wieso? Boah, hatte der jetzt Glück. Aber er wird trotzdem rausgenommen von Cypex. Der kommt da sofort nach, um die Bombe zu refraggen. Uiuiui, und wenn das mal nicht gefährlich wird, der Devi hat einen schönen Weg gewählt. Oh mein Gott, und wenn die Runde jetzt schief geht, sie werden sich so in den Popo beißen. Cajun wurde da zum Asport rausgenommen. Existence, schön abgewartet da von Cypex. Schön gegammelt. Devi macht schön weiter, den nächsten auch noch. Und es ist nur noch Shocks und die Runde wird schief gehen. Sie wird schief gehen. Devi setzt diesen letzten Kill. 11 zu 8 für Question Mark. Was ist da passiert? Wieso die Bombe komplett alleine? Ich meine, es ist nicht so wahrscheinlich, dass jemand offensiv kommt. Aber es kann passieren. Es kann immer passieren. Und genau jetzt ist es halt passiert. Ganz, ganz bitter. Jetzt müssen natürlich die Franzosen schauen, dass sie diese Runde holen. Denn wenn nicht, dann wird es langsam mal sicher eng. Herr Wigan steht da schon so offensiv. Und rechnen Sie mit ihm? Das ist jetzt die große Frage. Haben Sie es mitbekommen, dass da ein Offensiv pusht? Wenn ja, wo vermuten Sie ihn? Denn das ist eine Position, die relativ selten gespielt wird. Cajun wird natürlich gucken, dass er das Möglichste tun kann, um von seinem Mate abzulenken. Das ist jetzt einfach nur wichtig. Das ist jetzt wichtig, die Aufmerksamkeit wegzulenken von Kerrigan. Oh mein Gott, und sie spielen so gut. Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so gut, weil man den Boost natürlich gehört hat. So, und da ziehen sie sich auch langsam sicher zurück. Ja, es zeugt wohl auch irgendwie ein bisschen von Respekt. Ich weiß nicht hundertprozentig, man hätte jetzt gar nicht so krass reagieren müssen am Kistengang. Also sie hätten es durchaus versuchen können, da auch gegenzugehen. Vor allem, weil Shocks jetzt dagegen geht und sie haben gerade echt einiges an Equipment gewastet, um davon wegzuziehen. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also zuerst zurückgehen und dann aber Shocks trotzdem reinschicken. Sie haben sich da mit einer Smoke, mit einer Flash, mit zwei Flashes, glaube ich, sogar weggespielt. Und eine HE auch noch reingeworfen. Also alles Equipment, was sie hatten, mehr oder weniger da reingeworfen. Ja, und wenn Screenwall jetzt nicht so zerreißen würde, dann wäre die Runde auf jeden Fall schief gegangen. Depree, der letzte verbleibende Spieler jetzt. Also da kann Titan echt von Glück reden, dass das funktioniert hat. Und Depree versucht da natürlich jetzt keine großen Faxen mehr. Hat nur noch 18 AP, selber kein Equipment, also da geht eigentlich fast nichts mehr. Können einfach nur hoffen, dass er vielleicht noch einen kleinen Exit-Frag bekommt und damit die Runde dann beenden kann. So, das wird die Runde Nummer 9 sein für Titan. Und was es vor allem bedeutet, gerade für die Dänen, ist, dass natürlich der Loser-Bonus zurückgesetzt ist. Und wir sehen es bei Devi, bei Kerrigan und bei Dupree. Da ist nicht allzu viel da.
Die drei müssen jetzt schauen, wie sie zurechtkommen. Na gut, man hat natürlich bei. Ja, man hat bei Dupré die Waffe gesaved und zwei Spieler mit viel Geld da. Dann sagt man sich, okay, drei Waffen reichen uns. Drei Waffen reichen, zwei Spieler mit Pistole. Scheint ihnen wohl genug zu sein. Also dann schauen wir mal, die Runde wäre natürlich wieder wichtig jetzt, also auf beiden Seiten. Wir sehen, es ist bei beiden nicht allzu viel Geld da. Bei den T-Sales ist vielleicht noch in Grenzen. Jetzt kommt der Offensiv-Move, Cypex kann einpicken, kann ganz viel ansagen und Devi läuft dagegen. Oh mein Gott, wieso hebt er noch? Devi läuft dagegen die Wand, aber kommt er letztendlich trotzdem nochmal weg. Cajun wieder auf dem A-Spot ist immer noch aufgestellt. Shox scheint noch mit ihm zu rechnen. Shox geht da jetzt rum, springt rum und genau deswegen stirbt er auch in dem Moment. Jawohl, Cajun B den zweiten, er macht einen super Job da. Cajun wieder richtig auf Train. Genauso wie gegen Vex auch schon, wo er das Spiel wirklich nochmal die Overtime gerettet hat. Scream steht da on-spot zusammen mit Smiths. Smiths auf die AWP, also warten wir mal, was da noch passiert. Aber Cajun den Spieler on-spot, den Spieler on-spot schon rausgenommen. Und Smiths tut sein Bestes, aber die Bombe ist zwar für ihn geplantet, trotzdem wird er hier jetzt erstmal abgemoddert. Dementsprechend geht er safe. Das ist, denke ich mal, auch die richtige Entscheidung. Die Runde war wirklich unwahrscheinlich. 12. für Questmark. Gut, durch die gelegte Bombe hält sich bei Titan echt in Grenzen. Vor allem, weil jetzt natürlich auch noch die Waffe von Smiths gesaved wurde. Da ist also genügend Geld da, um auf jeden Fall diese eine noch zu kaufen. Bei Questmark haben sie erstmal wieder gegen die AWP entschieden. Wahrscheinlich einfach, weil sie sich die noch nicht leisten können. Mussten jetzt erstmal ganz, ganz viel Equipment nachkaufen. Jetzt schauen wir mal, ob da endlich ein bisschen Kontinuität reinkommt oder ob das wieder so hin und her wird, wie am Anfang der Halbzeit. Oh, Smiths. Was? Hat ihn nicht gesehen? Er muss ihn gesehen haben. Boah, diese Nate. 9 HP nur noch bei Smiths. Der hat ja komplett gelitten. Der hat ja alles weggeknallt. So, Scream. Durch die Smoke. Jawohl, schöne Flashes. Cajun war blind. Cajun geht down. Und Cajun war bisher ein super wichtiger Spieler. Also das ist schon mal nicht schlecht, dass man ihn da rausnehmen konnte. Vor allem auch so früh in der Runde. Oder relativ früh. Jawohl, jetzt macht Smith weiter. Auch wenn er ihn am Anfang nicht gesehen hatte durch die Smoke. Wie auch immer er ihn nicht gesehen hat. Ja, Questmark nur noch zu dritt. Und die gamblen jetzt momentan so ein bisschen damit, dass es hoffentlich der A-Spot wird. Und es scheint auch die richtige Prediction zu sein. Und das Problem ist, dass sie halt trotzdem noch zu dritt sind. Und Titan wird da gleich geballt mit 5 Leuten drauf fahren. Dementsprechend wird es natürlich schwer, das Ganze zu verteidigen. So, Existence hat jetzt auf jeden Fall schon mal die Brühe ansagen können. Und ja, Scream fährt einfach drüber. 2 Tote, 2 Headshots. Und damit die Runde Nummer 10 für Titan. Also, es scheint weiterhin dieses Hin und Her zu geben. Und das ist natürlich für Questmark so problematisch, denn ihnen fehlt das Geld. Sie haben einfach kein Geld. Jetzt müssen sie auf jeden Fall eine Eco spielen. Weird Routing sagt Kerrigan da. 3 Hypings momentan. Was ist denn das? Smiths ebenfalls mit einem Hyping. Ja, ist natürlich verständlich, dass die Spieler da jetzt. Dass die Spieler da jetzt den Server tauschen wollen, denn es ja, geht einfach überhaupt nicht. Bei keinem der beiden Teams. Also jetzt scheint es hier tatsächlich so zu sein. Ja, der Server wird also gewechselt im Hintergrund. Wir haben gerade schon die. Wir haben direkt die Dingens, die. Na, Info bekommen, jetzt haben wir's. So, wie sieht's bei Planet Key aus? Planet Key gegen Penta momentan. Oh, es sieht gut aus für Penta, ja. 15 zu 8 vorne. Schauen wir mal, ob die da gewinnen.